Marcel Schrötter hat in Le Mans das bislang beste Ergebnis seiner Karriere in der Motorrad-WM eingefahren. Der Moto2-Pilot holte beim Großen Preis von Frankreich am Sonntag den 4. Platz und fuhr damit nur knapp an seinem ersten Podestrang vorbei. WM-Spitzenreiter Francesco Bagnaia feierte seinen 3. Sieg im 5. Saisonrennen. Der Italiener gewann vor den beiden Spaniern Alex Marquez und Joan Mir alle Kalex. Das deutsche Talent Lukas Tulowitsch belegte bei seinem 2. Einsatz in der WM den achtbaren 23. Rang. Der 17-Jährige, normalerweise in der Moto2-EM im Einsatz, ersetzt beim deutschen Team Kiefer Racing den verletzten Schweizer Dominik Egatta. Vor 2 Wochen in Priorist hatte Tulowitsch als 20. ein starkes Debüt gegeben. Schrötter vor kurzem schwer gestürzt. Schrötters Leistung ist besonders hoch zu bewerten, weil er erst vor 4 Wochen bei einem schweren Sturz in Austin, Texas, Bänderrisse in der Schulter erlitten hatte. In Le Mans holte er nun zunächst den 5. Rang im Qualifying und legte dann einen hervorragenden Start hin. Als Dritter reihte sich Schrötter in den ersten Kurven ein und war auch in der Folge gut unterwegs. Das Führungsduo musste der Bayer zwar ziehen lassen, fuhr zunächst aber auch eine kleine Lücke auf die Verfolger heraus. Dann kamen wir jedoch immer näher. Kurz nach der Rennhalbzeit zog der Spanier vorbei und distanzierte Schrötter. Dessen zuvor bestes Ergebnis war im August 2016 ein 5. Rang in Spielberg gewesen. Höhenflug von Oertel vorerst beendet. Nur 2 Wochen nach seinem ersten Grand Prix-Sieg ist der Höhenflug für Motorradpilot Philipp Oertel dagegen vorerst beendet. Le Mans wurde der Moto3-Fahrer auf seiner KTM nur 15. und holte damit einen WM-Punkt. Nach einer turbulenten Schlussphase stand der Spanier Albert Arenas KTM als Sieger des 5. Saisonrennens fest. Am 1. Mai-Wochenende hatte Oertel im spanischen Priorist bei seinem 91. Rennstart erstmals triumphiert. Im Rennsport-Mekka Le Mans hatte er nun aber schon im Qualifying Probleme, diese Leistung zu bestätigen und ging nur vom 11. Rang ins Rennen. Oertel startet schwach. Nach einem schwachen Start fiel der 22-Jährige im Getümmel bis auf Rang 24 zurück und musste sich in der Folge mühsam vorarbeiten. Erst im letzten Renndrittel bewegte sich Oertel wieder im Bereich der hinteren Punkteränge, fiel aber zunächst erneut leicht zurück. Als sich die Ereignisse auf der letzten Runde überschlugen, rückte er noch auf den 15. Rang vor. An der Spitze lieferte sich Marco Bezzecchi, Italien, KTM, vom deutschen Team Crystalp einen engen Dreikampf mit Jorge Martin, Spanien, Honda und Fabio Di Gianantonio, Italien, beide Honda. Bezzecchi und Martin stürzten nach einem Kontakt spektakulär. Gianantonio fuhr als erster über die Linie. Nachträglich erhielt der Italiener wegen Abkürzens aber eine 3-Sekunden-Strafe, damit durfte Arenas seinen ersten Sieg feiern. Andrea Mignot, Italien, wurde Zweiter vor Marcos Ramirez, Spanien, beide KTM. Punkt. Bezzecchi bleibt dennoch WM-Spitzenreiter.